noch viel, viel mehr. Wir haben nämlich auch einen anderen Exportschlager der Schweden hier auf dieser Bühne. Meine Damen und Herren, hier sind die Gans. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich komme aus Schweden, als gesagt. Darum spreche ich Deutsch 100% defekt. Aber hoffentlich werden Sie verstehen, was Sie sagen und nicht, was Sie zeigen. Vielmal fragen mir Leute, Jan, wo hast du auf so eine Idee angekommen, zu Zauberer werden? Und das ist einfach zu erklären. Inspiration. Ich war 12 Jahre alt, zum ersten Mal in Ausland mit meinen Eltern in Hamburg. Ein kurzes Urlaub. Und dann haben wir einen Abend einen Besuch gemacht in Hansa Theater. Kennen Sie Hansa Theater? Ja, einmalig. 108 Jahre hat die gespielt, Varieté in Hansa Theater. Das ist ein Weltrekord. Und das ist Kultur, meine Damen und Herren. Sollen Sie stolz werden, ja? Okay, das war ein Erlebnis für einen 12-jährigen Jungen. Es waren Musikanten, Komödianten, Dilettanten, ein schönes Ballett. 12 junge Mädchen mit Beinen zu hier. Hat meinem Papa sehr gut gefällt. Ich war mehr interessiert in der Zauber. Er hat in seiner Hand ein kleines Päckchen Spielkarten. Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielkarten auf der großen Sorte. Dann hat er zur Seite gelegt. 1, 2, 3. Geknipst auf die Karten. Und wissen Sie was, meine Damen und Herren? Er hat noch wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Karten in seiner Hand. Ja, danke schön. Ja, ich habe auch einen Applaus gegeben und ich habe gesagt, Zugabe, Zugabe. Ich war nur 12 Jahre alt. Aber ich könnte das nicht verstehen. 6 Karten, 3 weg und trotzdem hat er 6 Karten. Den nächsten Tag machten wir eine kleine Einkaufsrunde, sagt man so, ja, in Hamburg. Ein Kleid zu Mama, ein Kiste Beet zu Papa. Ja, und ich habe ein Spezialgeschäft gefunden. Mit einem großen Schaufenster. Der übersteht mit großen Buchstaben. Der Zauberkönig. Und darin liegt Spielkarten auf der großen Sorte. Aha, habe ich gedacht. Vielleicht kann man das kaufen. So, ich gehe dahin. Ja, ich gehe nicht. Ich fahre wie eine Rakete. Puff. Und er ist da, der Verkäufer. Ja, er sieht so aus. Schönen guten Tag, mein Junge. Was möchten Sie? Ich könnte kein Wort Deutsch. So, ich habe gesagt, Hansa Theater, Hokus Pokus, Simsalabim. Ach so, Sie meinen den Trick mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Spielkarten. Die Trick von Malede. 1, 2, 3 Karten zur Seite. Man knipsen auf die Reste. Und da hat man noch wieder 1, 2, 3 und noch 1, 2, 3. Zusammen 6 Spielkarten in seiner Hand. Ja, habe ich gesagt. Tut mir leid, es ist nicht zu verkaufen für Amateure und Dilettanten. Das hier ist ein Profi-Trick. Kommen Sie zurück, falls es sauber ist. Trauriges Ende, Akt 1. Aber gibt es ein Akt 2? 15 Jahre später. Ich bin zurück in Hamburg als professioneller Zauberkünstler. Mit meinem ersten Vertrag in Hansa Theater. Ich stelle mein Gepäck da rein und dann fahre ich schon zu der Zauberkönig. Er ist da. Ja, ich muss sagen, er hat sich nicht verändert. Schönen guten Tag, mein Herr, was möchten Sie? Ein Trick mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Spielkarten. Ein Trick von mal legen, 1, 2, 3 zur Seite. Man knipsen auf der 3 und dann hat man noch wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Karten in seiner Hand. Tut mir leid, ist nicht so verkauft für Amateur. Moment mal, Moment mal. Hier ist mein Kontrakt mit Hansa Theater.
Monat September 2 auf Peter Jelinzag. Finale. Hier unten Frau Grell, Geschäftsführer und die Gallus. Ist das genug? Das ist genug. Und was kostet es? Ach, ein Bagatelle. Entschuldigung, ein Bagatelle. Da. 500 Mark. Sage und schreibe, 500 Mark. Aber das war in die gute, alte, gute Zeit mit der deutschen Mark, ja? Jetzt haben wir die Teuber. Euro. Aber ich habe 500 Mark auf den Tisch gelegt und dann habe ich gesagt, jetzt müssen Sie mir zeigen, wie das funktioniert. Oh, es ist so einfach, das ist vollkommen automatisch. Sie setzen die Karten 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann legen Sie 3 Karten zur Seite. Sie knipsen auf die Rest und dann haben Sie noch wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Karten. Vollkommen automatisch. Darum verkaufen wir das hier nur zu den Professionellen. Jetzt müssen Sie mir zeigen und sagen, wo das funktioniert. Ja, das ist kein Problem. Sie zählen die Karten automatisch. Und dann haben Sie 3 weg und dann haben Sie noch 6 Karten. So, ich fahre zurück zum Hansa-Theater. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich stehe vorne meinem Spiegel. Ich probiere zu sehen dämonisch aus. Ich probiere zu sehen aus als der Zauberkönig. Ich zähle die Karten. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Okay, gut, stimmt. Ich lege 1, 2, 3 zur Seite. Ich knipse auf die Reste. Und in diesem Moment verstehe ich, der Zauberkönig, er ist nicht nur ein guter Zauberkünstler, er ist ein Schwindler. Das funktioniert nicht. Ich habe 500 Mark ausgegeben und habe nur eine Karte zu zeigen. Dankeschön. Ja, jetzt brauchen wir. So sieht es aus von Ihnen. Interessant. Ja, ganz anders, ja? Viel Leute, freundliche Leute. Und alle sitzen da und denken, was will er machen? Ich auch. Was wollen Sie machen? Ein Tanz oder ein Witz oder? Nein, nein, kein Problem. Nur da reingehen, bitte. Ja, bitte, bitte, bitte. Oh, oh la, 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 umgekehrt, umgekehrt. Wir müssen aufpassen. Alles ist in Ordnung, ja? Kein Problem, kein Problem. Keine Angst, er will zurückkommen. Hoffentlich in einem Stück. I'm going to make a countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Yes!